بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zu unserer Unterrichtsreihe über die Eigenschaften der Salaf al-Salih, unsere frommen Vorfahren, die Sahaba, die Tabi'in, die Atba Tabi'in. Unter ihnen auch Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi und Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullahu ta'ala. Diese Eigenschaften sind wertvoll, liebe Geschwister. Diese Eigenschaften können unseren Charakter verändern. Diese Eigenschaften sind ein Weg ins Paradies. Dieser gute Charakter ist ein Weg, ist eine Möglichkeit, in der Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala und vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zu sein. Und von ihren Eigenschaften war natürlich Al-Khushu, die Konzentration oder die Demut und die Reinheit im Gebet. Wenn sie beteten, dann war es so, als ob sie die Leute im Höllenfeuer brennen sehen würden und die Leute im Paradies sich freuen sehen würden und sie, als ob sie Allahs Thron vor sich sehen und sich vor ihm niederwerfen würden. Ihr Khushu, ihre Demut war gewaltig, liebe Geschwister. Und dies schafften sie, indem sie den Shaitan besiegten, indem sie ihre Herzen vom Diesseits ausschlossen, indem sie sich ganz und vollkommen Allah subhanahu wa ta'ala hingaben. Und sie wussten, wenn es hieß Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann haben sie alles stehen und liegen gelassen und sind dem Volk, sind dem Ruf von Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam es tat. Und Aisha sagte, wenn der Adhan ertönte, dann war es so, als ob er uns nicht mehr kannte. Das heißt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gerade etwas mit seiner Frau oder mit seiner Familie etwas am Machen war, reden war, sitzen war und er hörte den Adhan, so stand er auf, ohne ein Wort zu sagen und verlas sofort den Raum. Er folgte dem Ruf Allahs, dem Ruf Gottes. So sagte Aisha, als ob er uns nicht kennen würde. Subhanallah. Und so waren auch die Salaf, so waren die frommen Vorfahren. Sie hielten ihre Häuser rein, ihre Herzen rein, ihre Mägen rein, wo nichts Zweifelhaftes oder Verbotenes, Schändliches hereinkommt, ist auch nie etwas Schändliches herausgekommen. Und diese Körper standen mit Khushu vor Allah subhanahu wa ta'ala. Eines ihrer weiteren Eigenschaften war es, die Geheimnisse zu bewahren. Man pflegt über sie zu sagen, oder sie pflegten zu sagen, die Herzen des Freien oder des Frommen sind die Friedhöfe voller Geheimnisse. Die Herzen der Frommen sind die Friedhöfe voller Geheimnisse. Die Herzen der Frommen sind die Friedhöfe voller Geheimnisse. Das heißt, dass die Salaf al-Salih, wenn sie ein Geheimnis bekamen, sie bewahrten es, komme was wolle. Und es war versiegelt in ihrem Herzen. Niemals würden sie dieses Geheimnis gegen irgendjemanden anwenden. Und niemals würden sie dieses Geheimnis irgendjemanden weiter verraten. Und niemals, komme was wolle, hätten sie dieses Geheimnis entblößt. Und subhanallah, und einige Gelehrten nehmen sogar diese Sache, wenn man Geheimnisse verrät, als Namima, als üble Nachrede. Denn ein Namima ist das, was du sagst über deinen Bruder oder deine Schwester, was sie nicht mag. Und wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester etwas anvertraust, dann magst du nicht, dass er oder sie es weitererzählt. Und wenn du dies tust, so zählt es als Namima. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in Bukhari, Al-Qattad wird nicht ins Paradies eingehen.
Ja, und der Qattad ist derjenige, der viel Namima gemacht hat. Der viel üble Nachrede gemacht hat. Und es wurde auch bezüglich der Aya, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, und seine Frau, die Brennholz trägt, von Abu Lahab, gesagt im Tafsir, dass sie auch sehr viel Namima gemacht hat. Sehr viel Tratsch und Kratsch. Was sagt man heute? Diese Klatsch- und Tratsch-Treffen, von Frauen. Klatsch und Tratsch. Allah musta'an, nenn es doch gleich, komm, wir treffen uns zu übler Nachrede und Verleumdung. Oder nenn es doch gleich, komm, wir essen ein bisschen verstorbene Fleisch von unseren Geschwistern. Oder nenn es doch gleich, komm, wir treffen uns im Höllenfeuer. Subhanallah. Zum Klatsch und Tratsch treffen sich heute die Frauen auf einen Kaffee und sie reden über dies und jenes. Und die Brüder sind heutzutage auch nicht schlimmer. Man erwähnt natürlich immer die Frauen, aber die Brüder sind heutzutage, subhanallah, auch nicht viel besser. Deswegen müssen wir darauf aufpassen und die Geheimnisse bewahren. Yahya ibn Abi Kathir, nicht Yahya ibn Kathir, Yahya ibn Abi Kathir, pflegt zu sagen, derjenige, der Namima begeht, also üble Nachrede begeht, ist schlimmer als der Sahir, ist schlimmer als der Magier oder Zauberer. Warum? Er sagt, obwohl dies niemand erkennt. Er sagt, was derjenige, der Namima macht, in einem Monat anrichten kann, in einem Moment anrichten kann, kann kein Zauberer in einem ganzen Monat anrichten. Subhanallah. Subhanallah. Schaut mal, derjenige, der üble Nachrede macht, kann mehr anrichten als ein Zauberer, der versucht, einen Monat lang eine schlimme Sache zu machen. Dann sagt er weiter, Verleumdung hat Blut vergossen und große Katastrophen Auftrieb gegeben, Leute aus ihren Ländern vertrieben und weitere üble Dinge verursacht. Sagt wer? Yahya ibn Abu Kathir. Khalid ibn Safran, rahimullah, sagte, akzeptiere nicht oder verschmähe den, der verleumdet, der üble Nachrede macht, selbst wenn er die Wahrheit spricht. Also wenn du jemanden kennst, der tut viel schlechtes Reden, viel üble Nachrede über den und jenen reden, so akzeptiere ihn, verschmähe ihn, vermeide ihn. Ja? Er sagt weiter, Namima ist weitererzählen von Verleumdung und Streit sehen. Und dann sagt er weiter, und es akzeptieren ist ein Befürworten des Erzählers. Und das Akzeptieren, also wenn du sagst, ja okay, dann, ich höre mir mal an, was er sagt, ich akzeptiere das, ist ein Befürworter des Erzählers, und dann sagt er, die Akzeptanz ist schlimmer als die Namima selbst. Subhanallah, er sagt, die Akzeptanz ist schlimmer als die Namima selbst. Wie kann man das vergleichen, wie kann man das verstehen? Das ist ein ganz einfaches Beispiel und leider sehr schlimm. Heutzutage, unsere Geschwister werden überall abgeschlachtet. Und was passiert? Die ganze Welt schweigt. Was bedeutet Schweigen? Akzeptanz. Das ist, sie akzeptieren das. Aber wie ein Deutscher oder ein Amerikaner verletzt sich den Fuß irgendwo in Afrika. Oh, dann die ganze Welt ist im Aufschrei. Das tun sie nicht akzeptieren. Da tun sie gleich etwas. Aber wir wissen, wie schlimm es ist. Wie schlimm es ist, wenn unsere Geschwister leiden und keiner tut was. Das nennt man Akzeptanz. Deswegen ist die Akzeptanz schlimmer als die Namima selbst. Leute, die es sehen, es billigen, nichts tun, sind schlimmer als Leute, die es tun. Subhanallah. Und das hatten wir, glaube ich, in die Heilung des schwachen Imans auch erwähnt. Eine weitere Eigenschaft des Salaf al-Salih, und eine wunderbare Eigenschaft, die wir uns aneignen sollten, definitiv, ist, sich auf seine eigenen Fehler zu konzentrieren. Subhanallah. Auf seine eigenen Fehler konzentrieren. Nicht auf die Fehler von deinem Bruder, nicht auf die Fehler von deiner Schwester, nicht auf die Fehler von deinem Imam, nicht auf die Fehler von den Hukam, von den Führern, nicht auf die Fehler von den Gelehrten, nicht auf die Fehler von dem und jenem. Auf seine eigenen Fehler konzentrieren. Das machte die Salaf aus. Das machte sie stark. Das gab ihnen Taqwa. Das ermöglichte ihnen, sich zu verändern, subhanallah.
Ja, sogar, sie kämpften dafür, die Fehler anderer Leute zu verbergen, die Fehler für andere Leute zu verdecken. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch nicht sagen, wer die Schlimmsten von euch sind? Dann sagte er: Diejenigen, die mit Namima herumgehen, die mit übler Nachrede herumgehen, dabei diejenigen trennen, die einander lieben. Dabei diejenigen trennen, die einander lieben. Ja? Das heißt, zwei Leute, die lieben sich für Allah, und dann kommt der eine und sagt: Guck mal, der macht so und so. Ja? Zum Beispiel zwei Leute, die kennen sich gut und die lieben sich für Allah, und dann sagt der eine: Guck mal, weißt du überhaupt von deinem Freund, dass er so und so macht? Und dann sagt: A'udhu billah, ich hätte nie gedacht. Und zack, nächsten Tag, du triffst ihn, sagst: Assalamu alaikum. Und er sagt: Ja, lass mich in Ruhe. Sag: Was ist los? Ja, du weißt ganz genau. Das ist Trennen. Das, und die Leute, die diese zwei Brüder, zwei Liebenden, zwei Schwestern auseinandergebracht haben, die sind die schlimmsten Leute. Die haben die Fehler anderer Leute aufgedeckt und somit einen großen Schaden verursacht. Subhanallah. Nein, ein Muslim, er macht das Gegenteil. Wenn er sieht diese Person, dann verdeckt die Fehler. Und so, und wenn er dann deinen Freund trifft, sagt er: Mashallah, du hast einen guten Freund, einen segensreichen, möge Allah ihn recht leiten. Und dann freut er sich und die Liebe stärkt sich, und das ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Diejenigen, die denen Unrecht tun, die frei von Fehler sind. Ja, das heißt nicht, dass sie gar keine Fehler machen, sondern in dieser Hinsicht, was sie behauptet haben, gar keine Fehler gemacht haben. Ja, das heißt sogar Leute, die über dich lügen, sind schlimmer. Ja, Leute, die schon über dich deine Fehler berichten, sind schon schlimm genug. Aber Leute, die dann über dich lügen, die sind natürlich die am schlimmsten sind, subhanallah. Wobei doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer die Fehler eines Muslims bedeckt, den wird Allah in dieser Welt und im Jenseits bedecken. Subhanallah. Und schaut mal, liebe Geschwister, was einer unserer Salaf, einer unserer Vorfahren sagte. Und hört mal ganz genau zu, subhanallah. Ja, versucht mal, diese Sache zu verstehen. Ich werde das nicht zweimal vorlesen. Er sagte: Einer von euch mag seine eigenen Fehler sehen. Ist doch so, oder? Wir kennen uns alle unsere eigenen Fehler. Ja, jeder weiß, was er für Fehler hat. Er sagte: Aber sich selbst dann noch immer lieben. Du liebst dich trotzdem noch, egal wie viele Fehler du hast, oder? Dann sagt er: Dann hasst er aber seinen Bruder im Islam, gestützt auf Vermutung. Das heißt, du hast so viele Fehler, du kennst sie, aber liebst dich selber. Aber dann hörst du von deinem Bruder irgendwas, was vielleicht so sein könnte, dann hasst du diesen Person. Dann sagt er: Wo ist da die Logik? Wenn es so ist, dann sei doch gerecht, hasst dich selber auch. Ja? Mach dich selber schlecht. Nein, aber wir lieben uns selber. So sollten wir unseren Bruder genauso lieben, oder? Und so wie wir es lieben, dass jemand unsere Fehler verdeckt, so sollten wir auch die Fehler anderer verdecken. Subhanallah. Er sagte: Einer von euch mag seine eigenen Fehler sehen, aber sich selbst dennoch immer lieben. Dann hasst er aber seinen Bruder im Islam, gestützt auf eine Vermutung. Wo ist da die Logik? Subhanallah. Wo ist da die Logik? Subhanallah. Al-Sha'bi sagte: Wer die Fehler seiner Brüder sucht, der wird ohne Freunde dastehen. Wer die Fehler seiner Freunde sucht, der wird ohne Fehler dastehen. Ohne Freunde dastehen. Subhanallah. So hüte deine Zunge, mein Bruder, meine Schwester. Hüte dich. Hüte dein Herz. Rede nicht über Leute, die dir nichts bringen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht fragen, was hat Hassan Hussein gemacht. Was hat Fatima Aisha gemacht. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht fragen, was hat der Gelehrte so und so gemacht. Was hat der Imam so und so gemacht. Was hat der Prediger so und so gemacht. Was hat der Herrscher so und so gemacht. Was hat diese Gruppe und jene Gruppe gemacht. Deswegen, beschäftige dich nicht damit. Natürlich, informier dich. Aber sei still. Heb deine Zunge. Bewahre deine Zunge, so und so bewahrst du dein Herz. Halte dein Herz rein. Lass das. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich fragen: Was hast du gemacht? Ja? Und wenn du sagst: Ich habe über die geredet, und deine Zunge wird dann sprechen, deine Hände werden dann sprechen. Wenn du sagst: Ich habe über den schlecht geredet, ich habe den geschlagen, ich habe den betrogen, ich habe über den Gelehrten geredet, über den. Ja, mein Diener, warum über die? Warum hast du nicht auf dich selber geschaut?
Warum hast du auf die... Ja, aber ich musste doch auf andere gucken. Ich musste den zum Käfer erklären und dem zum Mubtadi. Ja, Achi, ja, Uchti. Das sind nicht unsere Angelegenheiten. Wenn wir irgendwann mal die Stufen der Gelehrten erreichen, die Stufen der großartigen Gelehrten, die Stufen der Muqarrabin, die Allah nahestehenden, die Fiqh und der Hadith und Tafsir und dieses großes, weites Wissen haben, dann lass uns gerne sitzen und wir diskutieren darüber und so. Aber Subhanal Malik, bei Allah, ich sehe mich noch sehr weit. Und Wallahu alam, ich werde wahrscheinlich diese Position niemals erreichen. Ja, so sage ich zu euch, ja, und zu mir an erster Stelle, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Beschäftigt euch mit euren eigenen Fehlern und ihr werdet sehen, auf einmal sieht die Welt ganz anders aus. Auf einmal kannst du nett zu deinem Bruder sein. Auf einmal kannst du nett zu deiner Schwester sein. Auf einmal kannst du es akzeptieren, wenn deine Schwester eventuell keinen Niqab trägt, eventuell keinen Hijab trägt oder einen Stylo-Milo-Hijab trägt. Warum? Weil du siehst ihre Fehler nicht mehr, du siehst deine Fehler. Auf einmal macht es dir nichts aus, wenn dein Bruder keinen Bart trägt. Ja? Weil du siehst nur deine Fehler, nicht seine. Jetzt eine kleine wichtige Sache. Umar ibn Khattab sagte, möge Allah denjenigen gnädig sein, der mir meine Fehler aufzeigt. Möge Allah demjenigen gnädig sein, der mir meine Fehler aufzeigt. Subhanallah. Das ist eine wichtige Sache. Warum? Weil er hat sich auf seine Fehler konzentriert und er freute sich, wenn sein Bruder im Islam zu ihm kam und sagte, schau mal, Achi, das und das fürchte Allah. Und er sagte, oh Allah, mach mich von den Gottesfürchtigen. Ja, und er freute sich, dass er sich verbessern kann und so Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen kann. Und es wurde berichtet, dass Isa ibn Maryam sagte, ja, Isa alayhi salam sagte, schaut nicht auf die Fehler der Menschen, als ob ihr Herren über sie wärt, sondern schaut über eure eigenen, auf eure eigenen Fehler, als ob ihr Sklaven wärt. Denn die Menschen sind zwei Arten, heimgesucht oder begnadigt. Heimgesucht oder begnadigt. So sei dem gnädig, der heimgesucht wurde und dankbar Allah dafür, dass er dich begnadigt hat und dich davor bewahrt hat. Subhanallah. Subhanallah. So sind die Eigenschaften der frommen Vorfahren. Und nebenbei, wenn wir sagen frommen Vorfahren, so zählen wir alle Propheten dazu und alle rechtschaffenen Leute, die auch an sie geglaubt haben. Ja, nicht nur unsere Leute von unserer Gemeinschaft, alle Muslime von Adam a.s. bis zu unserer Zeit jetzt, die Rechtschaffenen und die uns vorausgegangen sind. Subhanallah. Und jetzt kann man natürlich an dieser Stelle fragen, ja, darf ich, wenn ich einen offenkundigen Fehler nicht sehe, den nicht hingehen und sagen so und so? Ich sage euch, man darf das. Und das ist erlaubt. Und manche Gelehrte sagen, ja, sollst du machen. Aber, an erster Stelle, guck auf dich. Und dann, wenn du auf dich geguckt hast und gesehen hast, wie elendig und wie viele Fehler du hast, dann versuch zu verstehen vielleicht, warum er diesen Fehler macht. Versuch eine Ausrede zu finden. Und wenn es immer noch nicht dich loslässt und du willst hingehen, deine Bruder und deine Schwester diese Sache erklären, dann geh mit gutem Benehmen und Akhlaq und lobe ihn erst für seine guten Sachen und erwähne diese Sache nebenbei und lobe ihn zum Schluss nochmal. Ja? Zum Beispiel sagst du, Mashallah, Bruder, du tust sehr viel machen, du bist, Mashallah, liest Koran gut und so weiter. Suchst du viel loben und sagst so, aber ich habe glaube ich irgendwas falsch verstanden. Du hast glaube ich ich habe glaube ich irgendwas falsch verstanden. Du hast eventuell diese Sache du hast das gelesen, aber ich habe es nicht gehört. Das und das, zum Beispiel in der Koran ist. Aber ich fand deine Rezitation sehr schön. Und dann sagt er von sich automatisch, nein, danke, Barakallahu fiek, dass du mich erinnerst, ich habe das echt vergessen oder ich wusste das nicht. Und meistens, wenn man einen Bruder oder eine Schwester gut erinnert, dann sagen sie, Subhanallah, ich habe das gar nicht gewusst. Und der Shaitan, wenn wir uns nicht auf uns selber gucken, der kommt, guck mal deinen Bruder, guck mal deine Schwester und der heilt. Und dann bist du sauer und gehst, wie kannst du nur? Und der weiß gar nicht, was kann er nur? Wie kann er nur? Was ist los? Warum schreit er? Und dann sieht er dich und deinen Bart oder sieht dich und deinen Niqab und sagt, okay, diese Extremisten. Deswegen sollten wir darauf achten, liebe Geschwister. Schaut zuerst auf euch selbst.
Reinigt euer Herz. Und wenn ihr einen Fehler seht bei eurem Bruder, einer Schwester, ihr könnt hingehen, es korrigieren. Aber bevor ihr das macht, achtet auf euch selbst, zählt eure eigenen Fehler auf und dann schaut man, ob es sich lohnt, hinzugehen. Ja, das sind wichtige Sachen. Und wenn ihr dann sagt, okay, ich will trotzdem den aufklären, dann überlegt, was ihr ihm sagt und wie es ihm sagt. Ja, und vielleicht findet ihr eine Person, die besser ist als ihr und die ihm sagen könnt, kannst du der und der Person dies und das sagen. Und das ist besser bei euch. Das ist besser für unsere Herzen. Eine weitere Eigenschaft des Salafus Salih, liebe Geschwister, war Großzügigkeit und tröstlich zu sein und trösten. Ja? Von ihrer Eigenschaft war diese Großzügigkeit, Offenherzigkeit, Gewähren von Vermögen und Trost für andere, ja? für andere Geschwister, egal ob auf einer Reise oder sonst irgendwas. Ja, dies war ein Auftritt für Zusammenarbeit im Aufstehen für unseren Dien. Das war ihr Ziel, subhanallah. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, pflegte eine Abmachung zu treffen mit seinem Reisegefährten, dass er derjenige ist, der für sie aufkommt. Subhanallah, schaut mal. Die wollen eine Reise machen, ja, heutzutage. Wer hat von euch das überhaupt schon mal erlebt? Sag, komm, Bruder, wir machen eine Reise, so und so, ich zahle alles. Ja, wir machen eine Reise für Allah, wir gehen da Da'wah machen, ich zahle alles. Findest du nicht. Ja, so waren die. Selbst heute, wir sagen, wenn wir was essen gehen zusammen, jeder zahlt für sich selber. Wenn wir trinken gehen, jeder zahlt für sich selber. Subhanallah. Seid großzügig. Eure Geschwister, für Allah, sag ich, zahle heute. Subhanallah, ich kann euch Sachen erzählen. Ich war mit rechtschaffenen Muslimen in Ägypten. Und wir sind zum Essen gegangen. Und wallahi, einer hat immer mit mir gestritten. Ich und er, wir haben immer gestritten. Wir waren zehn Leute, gehen essen und trinken. Und wir sind immer heimlich aufgestanden. Und er ist immer gleich hinter mir. Und er ist aufgestanden, ich bin hinter ihm. Und wir haben uns gestritten, teilweise fast geschlagen. Nein, ich zahle, nein, ich zahle, nein, ich zahle, nein, ich zahle. Subhanallah, so, wir haben uns... Nein, ach, lass das, na, sonst bin ich nicht mehr... So haben wir uns immer gestritten. Und das haben die Leute mitgekriegt. Nach einer Zeit... Und auf einmal haben die angefangen, diese Sache auch zu machen. Ja. Teilweise sind sie schon vorher hingegangen, sagen, alles was die machen, kommst du zu mir zahlen. Wir hatten gar keine Chance mehr zu bezahlen, subhanallah. Großzügig. Was ist das? Ein paar Euro, ein paar Dollar, ein paar was weiß ich. Gibst du für Allah, subhanallah, für deine Brüder, für deine Schwestern. So gewinnst du ihre Herzen und gewinnst die Gunst Allahs. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wurde gefragt, wer die vernünftigsten Leute sind. Wer sind die vernünftigsten Leute? Er sagte, er ist derjenige, der sein Geld dort aufbewahrt, wo kein Dieb es erreichen kann. Subhanallah. Wo ist das? Bei dir zu Hause? In deiner Unterhose? Ja? Bei dir unterm Schlafzimmer? Bei deiner Mama? Bei deinem Papa? Nein. Wo ist das? Wo ist das? Im Himmel bei Allah. Das heißt, wenn du gibst für deinen Bruder oder deine Schwester, wenn du großzügig bist, wenn du spendest, wenn du sonst irgendwas, all dieses Geld, was du gibst, du tust es bei Allah in die Bank rein. Ja? Und die Brüder haben früher Spaß gemacht, die haben gesagt, B-O-A. Ja, ich bin bei der Bank B-O-A, Bank of Allah. Und die haben gesagt, die haben die größten Zinsen. Dann bist du 700%, mashallah. Ja, zahlst du 1,5 Euro, und in Jannah kriegst du inshallah das 700-fache oder mindestens das 10-fache, 50 Euro. Subhanallah, 50 gute Taten. Was für eine Bank ist das? Ja, diese Zinsen kann heute nicht mithalten. Besten Zinsen gibt es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich, nicht falsch verstehen, ja, nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, guck mal, er hat gesagt, Zinsen gibt Allah. Nein, richtig verstehen, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man yuqridu Allah qardan hasana. Ha? Wer gibt Allah ein gutes Darlehen, auf das er ihm das vermehrt und daraus ihm vieles, vieles macht. Subhanallah. Abdullah ibn Ja'far, rahimullah, wurde in einer Hochzeitsfeier eingeladen, doch er konnte aus irgendeinem Grund nicht hingehen, ha? Aus irgendwelchen Schwierigkeiten. So hat er den Leuten, die waren 500 Dinar geschickt, 500 Dinar an das Brautpaar, Und er hat gesagt, also um sich damit zu entschuldigen, 500 Dinar hat er geschickt. Und 500 Dinar, liebe Geschwister, sind 500 Goldstücke.
Kannst du mal 500 Goldstücke? Ja, sagen wir mal 500 Unzen. Heutzutage kostet eine Unze Gold, kostet 1000 Euro. Hat dir 5000 Euro geschickt. Sogar jeden dann, und dann noch in unsere Relation, umgewandelt 50.000. 500.000. Einfach so als Entschuldigung. Großzügigkeit, subhanallah. Sa'd ibn Umadah pflegte zu sagen: O Allah, ja, und diese Sache, man darf das machen. O Allah, versorge mich mit Vermögen, welche ich verwenden kann, um Gutes zu tun. Denn das Verlangen, Gutes zu tun, kann nicht gesättigt werden ohne Vermögen. Und dann hat er ein Gedicht gelesen und gesagt: Ich sehe meine Seele sich danach sehnen, Gutes zu tun. Aber ich kann es nicht erfüllen ohne diese gewisse Geldsumme. So fordert mich meine Seele nicht dazu auf, geizig zu sein. Und mein Mangel an Vermögen erfüllt mein Verlangen nicht. Subhanallah. Das heißt, er wollte unbedingt Geld haben, dass er unbedingt dieses Geld, was er dann bekommt, alles ausgibt. Und wie oft haben wir das erlebt? Es gibt sehr viel darüber, liebe Geschwister. Ja. Denen wurde Tausende von Euros, Hunderttausende von Euros gegeben. Ja, also Dinar, kann man sagen, diese 1000 Goldstücke, 5000 Goldstücke. Und sie haben direkt alles wieder gespendet. Aus Angst, dass es in ihr Herz kommt und aus Großzügigkeit. Subhanallah. Subhanallah. Und wenn die Salaf, schaut mal, wie wir heute sind und schaut mal, wie diese Leute waren. Wenn den Salaf eine Person kam, die bettelte, ja, dann haben sie zu ihm gesagt: Sei willkommen, o du, der unsere Versorgung zum Jenseits trägt, ohne irgendwelche Gebühren. Ohne irgendwelche Gebühren, subhanallah. Subhanallah. Heutzutage, wenn du jemanden was beauftragst, du gibst ihm Geld, damit er das macht. Und er sagt dann: Oh, sei willkommen, du, der unsere Versorgung zum Jenseits trägt, ohne irgendwelche Gebühren. Subhanallah. Ja, wenn sie gespendet haben, ist direkt zu Allah gegangen, diese Spende. Deswegen haben sie sich über Leute, die gebettelt haben, gefreut. Und sie haben nicht gesagt: Ja, was willst du denn? Geh weg, lass mich in Ruhe. Subhanallah. Sogar sie haben ihr letztes Hemd gegeben. Sie haben ihre Kleider in zwei geteilt. Oder sie haben ihre Kleider ganz gegeben. So wie ihre Herzen waren. Subhanallah. Subhanallah. Und wenn zu ihnen zu Ohren kam, dass jemand ihre Geschwister verschuldet waren und sie die Möglichkeit hatten, haben sie diese Schulden abgezahlt. Einfach so, ohne Bedienung, ohne zu sagen: Ja, du musst das mir zurückzahlen. Sie haben es als Gelegenheit gesehen, um auf die Bank von Allah subhanahu wa ta'ala zu legen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Schulden, die er abbezahlt hat, für ihn im Jenseits auf mehrfach wieder zurückgibt. Subhanallah. Subhanallah. Schaut mal, diese Eigenschaft. Diese Eigenschaft ist gewaltig, liebe Geschwister. Und natürlich, man muss aber auch leider sagen, die sehr wenige, die viel Geld haben, sind rechtschaffen. Warum? Weil das Vermögen unsere Prüfung ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Likulli ummatin fitna, für jede Umma gibt es eine Fitna, eine Versuchung. Wa fitnata ummati al-mal. Er sagte, und die Fitna, die Versuchung meiner Umma ist das Vermögen. Subhanallah. Von der Großzügigkeit allgemein gehen wir über auf die Großzügigkeit gegenüber Gästen. Das war auch eine weitere Eigenschaft. Und zwar diese gewaltige Großzügigkeit. Denn sie wussten, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, subhanallah, gewaltige Sache. Wer an Allah und seinen jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast großzügig behandeln. Der soll seinen Gast großzügig behandeln. Ja, und in Bukhari Muslim wurde auch überliefert. Ja, von Abu Shurayh, der sagte: Meine Ohren haben es richtig gehört und meine Augen haben es wahrgenommen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach und folgendes sagte: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seine Nachbarn ehren. Und wer an Allah und seinen jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast gegenüber großzügig in gebührender Weise sein. Die Leute fragten ihn: Wie ist diese gebührende Weise, o Gesandter Allahs? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Sie ist ein Tag und eine Nacht. Und die Bewirtung ist 3 Tage. Und was darüber hinausgeht, ist Sadaqa.
Und dann sagt er, und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Subhanallah. Subhanallah. Und so wurde es in Bukhari und Muslim überliefert. Subhanallah. Und sogar in, ich glaube, in Muslim, ja, in Muslim, mit dem Wortlaut, und was darüber hinausgeht, ist eine Sadaqa. Und ihm, also dem Gast, ist es nicht erlaubt, sich bei dem Gastgeber so lange aufzuhalten, bis er in Verlegenheit gebracht wird. Ja, ist auch wichtig. Nicht, dass wir zu Gast zu jemandem gehen und wir bleiben so lange, Stunden, Tage, Monate. Ja? Gehen solche Leute, die wollen einfach nicht nach Hause gehen. Ja? Dass du, bis er dich zur Verlegenheit bringt. Das heißt, du hast nichts mehr, was du ihm anbieten kannst, du weißt nicht, was du noch reden sollst, aber der will bleiben. Ja? Natürlich, du musst großzügig sein, du musst geben und machen alles, was du kannst. Und gleichzeitig, wenn du Gast bist, musst du darauf achten, deinen Gastgeber nicht in Verlegenheit zu bringen. Subhanallah, der Islam hat für alles gesorgt. Hat dir überall Wege gezeigt, wie du sein kannst, wie du dich verbessern kannst. Subhanallah. Und Anas ibn Malik pflegte zu sagen, die Zakat auf das eigene Haus, ist es einen Raum für die Gäste zu lassen? Ist es ein Raum für die Gäste zu lassen? Was bedeutet das? Heißt das jetzt, du musst ein Gästezimmer machen? Nein. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Natürlich, wer die Möglichkeit hat, kann das machen. Ja, aber nicht, dass jetzt jeder denkt, der eine Wohnung oder Haus hat, er muss jetzt ein Zimmer vor Gäste lassen. Nein. Ich sag dir, was das damit bedeutet. Das beste Zimmer in deinem Haus ist meistens das Schlafzimmer. Aber das beste Zimmer, wenn du Gäste hast und die kommen bei dir schlafen, das beste Zimmer gibst du diesen Gästen. Und das ist die beste Zakat oder die beste Sadaqa für dein Haus, inshallah. Und die letzte Eigenschaft für heute, inshallah, weil jetzt ist schon Maghrib, war es, wählerisch zu sein, oder ja doch, wählerisch zu sein beim Akzeptieren von Einladungen. Was bedeutet das? Natürlich allgemein immer die Einladung annehmen, wenn du weißt, das sind gute Leute. Aber wenn die Salaf wussten, oder sich nicht sicher waren, dass das Essen dort nicht halal ist. Ja, oder dass dort Musik gespielt wird. Dass dort eine Sache abweicht von Islam. Oder dass dort das Essen nicht gut ist. Dass die Leute nicht gut sind. Da sind sie nicht hingegangen. Auch wenn sie eine Einladung hatten. Ha? Wenn zum Beispiel Ayyub al-Ansari zu einer Walima ging und einen Vorhang an der Wand sah, kehrte er um. Warum? Er sagte, niemand außer so und so, außer die Leute von so und so, bedecken ihre Häuser mit diesem Stoff. Wir essen nicht die Speise solcher Leute. Ja, diese Leute, die haben Stoff aufgegeben. Man wusste, dass dann die Leute, die das gemacht haben, von jenen Leuten sind, deren Essen nicht halal ist, deren Essen nicht gut ist. So sind sie nicht der Einladung gefolgt. Hm? Und es wurde auch gesagt, die Sunna der Walima ist gegangen. Schüsseln gefüllt mit Essen pflegte zum Masjid gebracht zu werden und zur Essenzeit, wo sie jeder essen konnte. Die Reichen, die Armen, die Noblen von uns und der tiefe Abstammung. Aber heutzutage ist es so geworden, dass nur die Reichen eingeladen werden. Und wenn nur die Reichen eingeladen werden, aßen die Leute nicht, sondern sagten, dies ist die übelste Speise. Dies ist die übelste Speise. Subhanallah. Subhanallah. Also, es ist auch eine Eigenschaft der Muslime, darauf zu achten, bei wem du essen gehst. Nicht dein Kafir-Freund lädt dich ein zu seiner Hochzeit und du sagst, ja, Einladung muss ich einnehmen. Nein, subhanallah. Ja, selbst wenn dein Bruder heiratet und der macht Musik und Alkohol und was weiß ich, oder er macht vielleicht keinen Alkohol und kein Schwein, aber gibt Musik und Zusammentanzen und Gemischte, dann besser, du gehst nicht hin. Du gratulierst ihm davor oder danach. Ja, oder einen Tag später, wie auch immer, gratulierst du ihm, gibst ihm ein Geschenk, was, aber sagst du, tut mir leid, ich gehe nicht hin. Ja, so sind die Eigenschaften Salaf, weil die Gehorsam für Allah subhanahu wa ta'ala ist immer wichtiger. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit guten Eigenschaften füllen, unsere Herzen reinigen, uns helfen, uns zu verbessern und unsere Sünden verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern überall auf der Welt helfen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen reinigen
auf dass wir einen guten Charakter haben. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.